Falls ihr euch fragt, warum meine Fresse so rot ist, ich hatte gestern eine Gesichtsbehandlung und das sah gestern tatsächlich sogar noch so aus. Eure Tomate aus dem Gemüseabteilung. Mein Kopf ist übrigens so riesig, dass die einzige Möglichkeit, diese Cap zu tragen, ist, das oben offen zu lassen. Ist halt eine Menge drin, ne? Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich schiebe, ich bin gestern Abend in eine Scherbe gefahren und kriege jetzt einen neuen Reifen draufgezogen. Guten Morgen, Sandra. Ich würde niemals in einen Hubschrauber steigen. Ich verstehe auch nicht, wie die Teile fliegen können. Guck mal, das ist Kölner Architektur. Hier so richtig modern, da irgendwelche alten Sachen. Ganz am Ende steht ein Hochhaus, hier irgendwie so ein Baukomplex. Und da dann wieder so Sachen. Keine Ahnung, ich verstehe diese Stadt nicht. Hier wurde auch einfach ein Wohngebäude direkt an eine Kirche dran gebaut. Ich verstehe irgendwie gar nichts mehr. Was ich aber sehr, sehr sympathisch an Köln finde, ist, dass tatsächlich vor 9 Uhr gar nichts geht in der Stadt. Alle sind am Schlafen. Ich habe ja 2 Jahre in Hamburg gelebt, da war gefühlt um 6 Uhr schon übelster Trubel in der Stadt, aber hier, alle Leute sind irgendwie Langschläfer. Ach du Scheiße, Digga. Da laufe ich einfach mit. Die fangen jetzt schon an, die Schilder hinzustellen, dass das bald alles abgesperrt ist. Übrigens wird da vorne irgendein Werbespot gedreht. Die filmen irgendwas mit so einem Model, die da vorne gerade um die Ecke gelaufen ist. Das ist halt auch das Geile an Köln, ne? Hier wird immer irgendwas Mediales gemacht. Tauben sind die schlimmsten Tiere, weil die einfach so unfassbar dreist sind. Ich habe schon so oft fast eine Taube überfahren, weil ich dachte, die fliegt im letzten Moment nicht weg, ne? Gibt keine schlimmeren Tiere. Die sehen auch so unfassbar hässlich aus. Fahrrad habe ich abgegeben. Kriege ich so in 2-3 Tagen wieder. Ich habe das Ding wohl hinten komplett Schrott gefahren. Ah, die nächste Filmproduktion. Das hier scheint aber ein bisschen ernster zu sein. Da sind einfach insgesamt so 20 Leute hier am Set. Ach, keine Ahnung. Oh, Junge, der Hund, Alter. Der komischste Platz in ganz Köln ist übrigens der Friesenplatz. Du hast 2 Gebäude, die extrem schön und modern aussehen und 2, die komplett abgeranzt sind. Digga, es sind doch 25 Grad und die haben schon Weihnachtsbäume da stehen. Ey, der Vlog geht locker schon 3 Minuten und ich habe mir gerade erst mein Frühstück geholt. Aber es passiert doch nicht mehr so viel. Ich fahre jetzt zu Francesco, den habt ihr letztes Mal schon kennengelernt. In diesem Möbelladen hier kostet übrigens eine Couch so viel wie ein Lamborghini. Ich habe gerade meinen Crush getroffen. Also was heißt getroffen? Wir hatten Augenkontakt kurz. Braune Haare, 8.57 Uhr, Hohenstaufenring, Köln. Meld dich. Da oben habe ich früher gewohnt und ich bin jede Nacht aufgewacht von den Bahnen, die hierher gebrettert sind und von den Besoffenen, die sich da hinten, ach, da mich einen reingeorgelt haben. Da vorne haben wir mittags immer gegessen. Lu Vietnamese. Ich schwöre euch, bester Laden, das war meine Go-To-Appetit. Ey, ich brauche Taschentücher. Könnte ich vielleicht einfach mal eine Packung Taschentücher kurz bekommen? 100 Euro. 2014 hat angerufen, die wollen ihre Witze zurück. Und das hier ist übrigens der beste Inder in ganz Köln. Und ich verstehe nicht, warum die Werbung machen, weil der Laden ist eh schon immer voll und ich will nicht, dass er noch voller wird. Natürlich, da sind wir wieder. Da wollte ich damals mal hinziehen, in so eine 2-Zimmer-Wohnung. Und ich fand's voll geil, weil ich habe in der Zeit How I Met Your Mother geguckt, da hätte ich auch über einer Bar gewohnt. Eigentlich wollte ich mir ein Fahrrad jetzt ausleihen, um zu Francesco zu fahren. Allerdings ist so schönes Herbstwetter gerade. Oder ich sehe echt aus wie eine Tomate. Ah, moin, Sandra. Ja, guten Morgen, Sandra. Ich frage mich for real, was sich Leute denken, die hinter mir laufen, ne? Ich grüße die ganze Zeit irgendwelche Mülleimer. Ah, moin. Ich dachte, ich kannte die. Wenn ich eine Fußgängerampel überquere, die rot ist, sie wird aber grün, während ich sie überquere, also während ich auf der Straße bin, ist es dann immer noch verboten? Es sind die wichtigen Fragen, die ich mir am Morgen stelle. Ist ein Zebra weiß mit schwarzen Streifen oder schwarz mit weißen Streifen? Ist ein Gehirnjogging hier am Morgen. Was habe ich denn jetzt hier für Modus aktiviert? Hier habe ich jetzt einen ultra coolen Shot gemacht und mich dabei gefilmt, wie ich gelaufen bin und so getan habe, wie ich überall Leute grüße, aber da war eigentlich gar keiner. Digga, ich bin das größte Opfer der Welt, ne? Ich sehe einfach gerade aus wie Jimmy Neutron. Ja,
Ich hab kein Fahrrad. Ja, wir müssen doch immer faken, wie ich hier reinlaufe. Und du stehst genau hier wieder, okay? Ja, was geht? Alles klar? Gut, das ist halt wieder pünktlich. Ja, ja. Hallo Luca, ich bin ein jahrelanger Fan und wollte mich mit dem Riegel bei dir bedanken für die Jahre, die du mich auf YouTube begleitet hast. Ich hab einfach mein Auto gezeichnet und mir einen Proteinriegel gegeben. Den brauchst du, glaube ich, mehr bei deinem Training. Machst du Low-Cut Taper Fade Edgar, bitte? Wir streiben eine gesamte Körper. Moin, Sandra! Das hier ist das weirdeste Kunstwerk in ganz Köln. Und das ist der weirdeste Typ in ganz Köln. Beste Pflanze in ganz Köln. Pirat hat die neue Apple Watch. Ultra. So muss das. Was kann die jetzt mehr? Hauptsache jetzt einen auf gesund machen und nachher wieder die Kölsch reinorgeln. Ich nicht. Wait a minute! Was ist denn für ein Ding? Die Taube ist einfach schwarz. Komplett schwarz, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe wahrscheinlich den ganzen Tag Pech jetzt, weil ich einmal Tauben gehatet habe. Ich habe mein Fahrrad zurück. Ah, moin, Sandra. Es sind einfach 7 Stunden vergangen. Ich habe die ganze Zeit gerade nur Videos geschnitten und fahre jetzt 4 Rad abholen, weil wir dann ins Gym gehen. Ah, schon wieder diese Kamera. Ich lieb die ja richtig, ne? Digga, so Proteinriegel sehen auch mal gleich aus, ne? Boah! Wir sind durch mit dem Training. Ich fahr jetzt nach Hause und muss eigentlich duschen und danach noch auf die Video Days, also dieses YouTuber-Event. Aber ich pack das nicht. Packst du das? Nö. Vierrad, geh nicht. Geh nicht. Vierrad, komm. Irgendwie bin ich froh, dass so langsam wieder der Herbst kommt. Eigentlich ist es meine Hass-Jahreszeit, weil man weiß, dass man die längste Zeit noch vor sich hat, dass wieder der Sommer kommt. Aber so milde Herbstabende fühle ich irgendwie gerade, dass es schon so ein bisschen am Dämmern ist. Oder was heißt Dämmern? Es ist schon fast sehr dunkel. So oder so habe ich heute aber eigentlich nur mit Vloggen angefangen, weil ich eben genau dachte, dass ich gleich auf dieses Video-Days-Event gehe und ein paar coole YouTuber treffe. Sandra und so sind da. Ja, und halt auch andere YouTuber. Aber jetzt gehe ich genau dort nicht hin, was eigentlich der Sinn des Vlogs sein sollte. Scheiße. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Bett. Bitte keine Kommentare zu meiner Frise. Ich hatte den ganzen Tag eine Cap auf, dann sieht das immer so aus. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf den Bruder hier. Ey, ich liebe mein Schlafzimmer, ne? Das ist wie so ein Hotelzimmer. Wir sehen uns die Tage wieder in einem neuen Vlog. Haut rein, ciao.